Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Alpha Sapphire Wedlock. Was ist passiert seit dem letzten Part? Ich bin hier zurück zu Mr. Brocks Hütte gelaufen, sonst ist eigentlich nichts passiert. Ich habe auch die Pokémon nicht trainiert und jetzt werden wir gleich natürlich schauen, was Mr. Brock dazu sagen hat. Warte Mädchen, immer langsam Pecco! Oh, du bist Schwandi. Du hast meiner kleinen Pecco das Leben gerettet. Ei, dafür bin ich dir zu großen Dank verpflichtet. Was sagst du da? Du brauchst ein Schiff? Solltest du aus meinen Brief in Faustauhafen, meine Güte, diesen Namen, abgeben? Ich helfe dir natürlich lieben gern. Das ist nett. Bist du jetzt gleich nach Fausthafen auf? Faustauhafen oder bist, hast du zuvor etwas zu erledigen? Wir wollen natürlich sofort nach Faustauhafen. Faustauhafen, wir kommen. Anker gelichtet, Pecco, mein Schatz, wir stechen in See. Und los geht's. Dieser schöne rote Hintergrund. Wunderbar. Hi, wir haben in Faustauhafen Anker geworfen. Das Brief für jemanden, stimmt's? Wenn ich weiß, wo du hin sollst, empfehle ich dir, einfach mal in der Arena vorbeizuschauen. Okay. Dann schauen wir natürlich sofort in der Arena vorbei. Gleich mal schauen, ob man da auf eine neue Route kann. Dann könnten wir ja ein zweites Routen-Pokémon fangen. Dann hätten wir einen Partner für Lilith, glaube ich, ja. Vielleicht hat es da in der Höhle einige Pokémon. Granithöhle. Tätis als erstes ist, glaube ich, gut. Wobei ich heile zuerst noch. Sonst verlieren wir wieder Pokémon und das wäre ärgerlich. Faustauhafen. Jetzt kann ich es aussprechen. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Ja, wollen wir heilen. Die Stadt erkunde ich dann offscreen. Sei denn, jemand von euch will unbedingt diese Stadt genauer betrachtet haben. Ich erzähle euch natürlich, wenn ich ganz besondere Items finde. Hat sie ein? Es gibt hier Pokémon. Gut. Kämpft er? Nein, kämpft er nicht. Ah gut, unser nächstes Team-Pokémon. Hoffentlich nicht ein Zubat, weil... Wo wir von Zubat reden. Jetzt haben wir drei Flug-Pokémon im Team. Das ist... viel. Lilith ist weiblich, das heißt, wir dürfen dieses Zubat behalten. Nein, Aquarell ist doch zu stark. Nein, überlebe es. Oh. Ich habe es geschafft, die zweite Mal hintereinander eine Route einfach zu killen. Also wir dürfen ja nur das erste Pokémon fangen, das uns begegnet, eine Route. Das heißt, wir können das jetzt auch vergessen. Oh, da kämpft jemand. Okay. Bin ich jetzt überrascht. Wobei, es ist ja die Route 106. Vielleicht hat es dort auch Pokémon. Ich glaube, ich kann am besten mit Adonis fangen, weil der hat die schwächsten Attacken momentan. Also mit Tackle noch. Zugabe. Ja, das machen wir gerne nochmal. Die mit der Aquavelle eins draufhauen. Gut, Bumetz ist besiegt und weiter geht's. Ah, oh, nur eins. Brandon. Brandon oder Brandon? Brandon, glaube ich.
seine Surfroute, glaube ich. Aber ich wäre sehr froh, wenn es da... Nein, hat es nicht. Na gut, wir können noch nicht einige Pokémon fangen. Gut, dann machen wir jetzt die... Gehen wir in die Arena und machen das, was man in einer Arena macht. Wir verdienen uns den Orden. Dann finden wir wahrscheinlich auch raus, wo wir hin müssen, um den Brief abzugeben. Wir könnten eigentlich auch Lilith einsetzen. Unser Schwalbini. Oh, ich habe gesehen, Adonis hat ein Item gefunden. Ein Gegengift. Eine Kämpfer... Oh mein Güte. Kämpferin Laura. Cool sieht das aus. Gehen an Melite. Oder Medite? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Muss ich mich mal informieren. Lilith. Flügelschlag. Ausdauer kann es. Ja, danke. Ich sage jetzt einfach Medite. Diese Medite spam häufig da Ausdauer. Da muss man halt durch. Und wir finishen es mit einem Ruckzuck-Hieb, der eigentlich überhaupt nicht wichtig war, weil wir sowieso schnell sind. Aber egal, wir haben es gemacht. Ah, Schlurzief, ich hab's verloren. 416, okay. Wie kommen wir weiter? Hö? Oh, da ist ein Knopf. Und jetzt... Ah, aha, wir müssen uns merken, wo wir durch müssen. Alles klar. Machen wir natürlich. Nach oben. Dann nach rechts. Bis wir nicht mehr können, dann nach links. Oh, mein... Ah... Ach, geil. Lili ist ja... Sollte eigentlich mit diesen zurechtkommen. Mit den Macholos, es sei denn... Ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich Steinhagel können. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem in der zweiten Arena. Das wäre schon heftig. Dieser Flügelschlag macht weniger, als ich eigentlich es gerne hätte. Wirklich? Oh, das war ein... Nicht? Das war kein Crit? Na gut. Ist nicht so wichtig. Wir haben es besiegt, alles okay, alles schön. Wie kommen wir weiter? 3, 4 Schritte nach rechts, dann nach oben, dann nach drüben. Und so. Gut. Lilith. Oh, da vorne, seht ihr das da? Da. Ganz oben. Das rote da. Das glaube ich, das ist dann der Raum zur O2. Oh mein Güte. Ich muss mit Lilith 2 besiegen. Das war wieder so ein Dummo. Ich renne mal da in den Kampf hinein. Aktion. Ich hoffe jetzt mal, das macht irgendwie... Meine Güte, das ist ein One-Hit. Lilith hat ja richtig draufgelegt. Und der bekommt jetzt Level 15. Entwickelt sich, glaube ich, Level 22 oder 20, so um diese Umgebung sicher. Eigentlich jedes von unseren Pokémon entwickelt sich dort ungefähr. Ich hoffe, dass es dann tut. Und wie das... Meine Güte! Das killt ja fast schon. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass es Tempo-Hieb kam, aber wir machen jetzt trotzdem Rückzug-Hieb, weil wir können es. Wir haben Tamara besiegt, gehen kurz heilen, unser Team heilen. Wobei, die zwei, die jetzt kämpfen werden... Meine Güte. Egal. Die zwei, die ich jetzt kämpfen lasse, die... Also eigentlich wird hauptsächlich Tethys kämpfen müssen. Damit... Weil Adonis hat ja wirklich keine Chance. Na gut, finishen könnte es mal... Aber reinwechseln würde ich trotzdem nicht gerne. Ja, die Trainingsgeräte im Hintergrund. Ich finde übrigens sehr toll gemacht, diese Arena.
mit den Lichtschaltern, die man einschalten muss und sich dann merken muss, wo man durchlaufen muss. Ich bin Kamole, der Arenareiter von Faust Auhafen. Ich habe einen wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und sowohl in einer Höhe von, in der Nähe der Stadt als auch in den Geräten hier in der Arena trainiert. Was bringt uns dir das? Deine Pokémon werden durch das nicht stärker. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, was du drauf hast. Eine coole Pose und los geht's. Übertreib's mit den Effekten. Ein Macholo zu Beginn. Ich muss jetzt echt schauen, wie hoch der Level ist. 14. Ja, mal mit Flügelschlag drauf. Das macht die Hälfte, das ist sehr toll. Ein Silbo. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Weil dann werden die Attacken des folgenden Pokémons deutlich heftiger ausfallen. Also, weil Kampfattacken sind eigentlich hauptsächlich physisch. Ein Makui. Ich bleib mal drin, weil ich kann Adonis nicht gegen Kampf-Pokémon reinschicken. Das geht einfach nicht. Das ist die Hälfte? Das ist super! Und das macht Protz. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Na gut, einen Schlag sollten wir tanken. Das sollte... Komm schon, reich! Yes! Tetis hat die Arena durchgesweept. Wobei, von einem Sweep redet man meistens, wenn man drei Pokémon oder mehr killt. So, Spezialangriff ist sehr hoch. Sagen. Wir haben gewonnen. Du und dein Team? Ich habe mich umgehauen wie eine mächtige Welle. 1920. Was würde unsere Mutter sagen, wenn sie wüsste, dass wir hier um Geld spielen? Wir hätten den... Knöchelorden? Ist der Knöchelorden? Ha, ich wusste es. Aprozzo. Das kann Adonis sicher nicht lernen. Und auch die anderen... Ehrlich gesagt, wird das nicht so passen. Granithol. Ah, Troy. Ich glaube, zu dem müssen wir jetzt. Ah, habt ihr gesehen, vorher haben uns diese, ich weiß nicht, was es waren, den Weg versperrt. Und jetzt können wir schauen, was da Troy zu sagen hat. So, die Granithöhle, Höhle, in der wir unser Pokémon schon dumm verhunzt haben. Na, danke. Ne, Team 70 Blitz. VM? Er hat doch gerade gesagt VM. Aber hey, das ist eine TM! Schau sie doch auch an. Das ist eine T plus M. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht kämpfen, weil ich habe unser Pokémon nicht gehabt. Wobei, wir sind gar nicht verletzt. Ich mache mal Adonis nach vorne, weil Tetis levelt sich sonst vorweg. Da, Troy. Das ist das Kyogre. Mit Wasser. Was für ein schönes Wandbild. Schau, sagen wir mal Hallo. Von der reinen Bildgestalt dieser Wandmalerei aus zu urteilen, muss diese urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben. Und seine Form erst. Sie sind ähnlich der uns bekannten Mega-Entwickler, aber irgendetwas ist an ihr anders. Ja, sie müssen sich unbedingt näher untersuchen. Und du bist? Hey, hallo, ich bin Schwandi. Ah, freut mich, Schwandi. Jetzt hätte ich fast vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Troy.
Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich Land auf, Land ab, durch die weite Welt. Nanu, das ist ein Brief für mich. Von Mistrum hatten wir den. Ich wusste, dass wir einen Brief hatten, aber. Oh, dankeschön. Dafür, dass du mir dir extra die Mühe gemacht hast, mich aufzuspüren, hast du dir eine Belohnung verdient. Lass mich auch überlegen. Ich hab's. Ich möchte dir diese TM schenken. Sie hat Stahlflügel, meine Lieblingsattacke. Ich glaube, Metzogos kann nicht mal Stahlflügel erlernen, obwohl das sein Signature-Pokémon ist. Ach übrigens, darf ich dich fragen, ob du irgendetwas beim Anblick dieser Wandmalerei empfindest? Sei es ein flüchtiger Blick auf dieses Kunstwerk aus der Urzeit verrät, welche Ehrfurcht die unvorstellbare Kraft des legendären Pokémons in unseren Vorfettern weckte. Allerdings hat ein Pokémon-Team keinerlei Grund, sich von ihm zu fürchten. Es scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Wenn du und dein Pokémon-Team sich so weitermacht wie bisher und beim Training nicht nachlässig seid, dann könnt ihr eines Tages sogar den Gipfel der Pokémon-Liga erklimmen. Ja, ich kann mir dich sehr gut als künftigen Champ vorstellen. Danke sehr. Aber du weißt ja gar nichts von uns. Gut, ich muss mich beeilen. Auf bald. Viel Erfolg. Tschüss, Troy. Ist nur die Frage, wo ich jetzt hin muss. Hoffentlich kann ich dort einen Partner für Lilith fangen, sofern ich nicht dumm genug bin, es wieder zu killen. Da geht es sicher mal nicht weiter. Vielleicht bekommen wir auch Surfer hier. Wobei, das wäre echt früh. Kann ich da irgendwie nach unten? Kann ich nicht. Kann ich nach rechts? Ja, kann ich. Ich könnte mir ja eigentlich auch mal die Karte anschauen. Nein, da geht es eindeutig nicht weiter. Ein Superschuss. Da geht's auch nicht. Wir müssen echt schwimmen. Wie kommen wir von hier weg? Lasst uns hier raus. Informationsbörse. Ich könnte ja schauen, wo der nächste Orden liegen würde. Jetzt seht ihr unser schönes Gesicht. Ja, Walzer, aber wo ist Walzer? Ja, eben, das hat jetzt extrem gut gepasst, aber ich will jetzt wissen, wo Walzer ist. Reden wir kurz mit diesen Typen hier. Ja, das ist schon toll, aber wo muss ich hin? Ich muss sicher wieder zurück zu der Demon Company. Das könnte gut sein. Ich versuch's einfach mal. Hast du einen Brief abgegeben? Ach ja, ich habe eine Nachricht von Mr. Truman und der Demon Company erhalten. Aber dich, die Dämonen waren in der Werft von Captain Brick in Graphitport City abzuliefern. Also wohin habe ich... Ah! Also wieder nach Graphitport City. Ankerlichen und los geht's. Hatte ich also recht, dass wir wieder zurück... Also zurück müssen wir ja nicht, aber die Demon Company hat einen weiteren Auftrag für uns. Das ist natürlich schön, aber ich weiß nicht, was ich davon habe, wenn ich jetzt diese ganzen Aufträge hier mache. Captain Brick müssen wir also suchen. Ist das schon... Oh, der will kämpfen? Na gut, haben wir Adonis als erste Stelle. Und wir haben eine neue Route. Ich hoffe, jetzt hat es hier hohes Gras. Macholo ist jetzt nicht so schön, wie ich das mir... Ich gehe dann mal lieber raus, weil... Nicht schön. Ich habe meine Finger gesehen. Ist ja nicht so schlimm. Ein Fußtritt, das sollte extrem wenig... Das macht... Ah, das war ein Crit. Wir sollten jetzt... Ich hoffe, wir sind immer noch schneller. Gut, gut, gut. Alles okay. Das macht die Hälfte, alles okay. Karate-Schlag. Bitte kein Crit. Nochmal ein Crit, danke. Das muss jetzt genug sein. Komm schon. Verdammt, verdammt, verdammt.
Ein KP? Das reicht doch nicht. Wir sind zu langsam, ganz sicher. Adonis, du musst das aushalten. Adonis. Wir können jetzt hier nicht da kaputt feiern werden. Kiowurf, hast du auch noch? Das ist toll, weil wir überleben sich ein Hieb. Danke, Macholo. Tackle, besieg jetzt. Meine Güte, war das knapp. Das Crit-Monster Macholo. Meine Güte. Ich bin schockiert. Die sind gut da. Jetzt muss ich echt schauen, wem ich hier auf den Weg, über den Weg laufen. Ich muss mich heilen, sonst gibt's da eine Katastrophe. 4 Tränke. Wir haben ja noch Sinnelbeeren. Nein, ich will es eigentlich geben. Adonis gebe ich keine Sinnelbeeren, weil da hat die Fähigkeit Mitnahme. Und so können wir ja nicht ein bisschen den Captain finden irgendwo. Ah, da ist das nicht in diesem Haus. Mal schauen. Die will auch kämpfen. Alles kämpfen. Schönheit. Cordula. Ah, Cordula, meine ich. Cordula, genau. Kann das Teil schon Hornattacke? Das fände ich nicht so schön. Meine Güte. Kopfnuss muss jetzt Schaden machen. Das macht keinen guten Schaden. Dreschflegel auch noch. Autsch. Wir müssen echt wieder rauswechseln. Na gut, eine Attacke sollte ich noch überleben und dann kann ich rauswechseln ins Finishen. Ist aber knapper, als ich da das will, ehrlich gesagt. Eine Güte, das reicht gerade nicht. Und ein Ruckzuck-Hieb haben wir auch nicht. Da müssen wir echt auf Tetis raus und wieder heilen. Ich gehe dann mal vorbeischauen, ob da oben ein Pokémon-Center ist. Meine Güte, das wird schwer. Überleben wir noch eine? Das Teil ist zu schnell. Ah, wir sind schneller. Alles okay. Keine Panik. Die sind gut hier. Aber wirklich gut. Sehr gut. Ja, da war Feuer drin. Raus hier. Die wollen uns alle killen. Ich glaube, die Trainer beziehe ich jetzt hier offscreen. Dann geht das etwas schneller für euch. Wir kommen etwas besser voran. Ich hoffe jetzt, das ist die Stadt hier. Ja, gut. Gut, ich suche jetzt noch schnell das Pokémon Center. Das ist nicht. Und dann beenden wir heute diese Folge. Falls es hier ein Pokémon Center gibt. Na gut, ich werde die nächste Folge vor dem Pokémon Center... Ah, da ist es. Gut, dann beenden wir diese Folge für heute. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.